Hier spricht Oskar, es geht weiter mit Folgenreich Saga Frontier 2. Danke nochmal an Flyle für das Wochenende hier, Saga Frontier. Und wir werden in den Urwald gehen, weil ich glaube, das ist das, wo es sich machen wollte. Genau, denn wir lernen eine Magierin kennen im Urwald, nämlich die Eleanor. Und mal schauen, wer Eleanor ist. Und wir haben diese alte Karte gefunden. Sind wir in der Wüste? Ist es das? Nein. Das ist eine Karte des Urwalds, aber es heißt, dass selbst Leute, die diese Karte hatten, den Zielort nicht finden konnten. Egal, wir finden den Turm auf jeden Fall und sind wir erstmal auf dem Turm oben, dann sollte es ein leichtes sein, über die Baumwipfel hinweg die ganze Landschaft zu überblicken. Der Turm, aha. So alt wie der dann wohl ist, könnte er schon in sich zusammengestürzt sein. Und selbst wenn er noch steht, wer sagt, dass er höher als die Baumgrenze ist? Wenn dem so ist, dann jag ich dich eben einen Baum hoch. Wonach suchen wir denn überhaupt in der Nur? Das zu erklären, könnte etwas lange dauern. Findet erstmal den Turm, dann sehen wir weiter. Na schön, aber immer muss alles nach deinem Kopf gehen. Schmeckt dir das etwa nicht? Ich meine, du hattest ja jeder. Du kannst ja jederzeit gehen, wenn dir was nicht passt. Nein, nein, alles bestens. Ich werde ja ordentlich dafür bezahlt. Was könnte schon spaßiger sein, als den Urwald zu durchforsten? Ja, wir sind. Mit Rich, Eleanor, Patrick und Raymond, die wir ja schon kennen, unterwegs. Und, ja. Wer sind diese... Ein Heiliger im Stab. Und warum gibt die so Anweisungen? Ein Holzinstrument, ein Rundschild. Magier-Oma. Die Urwaldkarte, die können wir uns natürlich nochmal angucken. Wenn wir wollen. Wir wollen natürlich die Kampfmagier-Rüstung hier tragen. So. Anstatt die Holzschuhe wollen wir höchstwahrscheinlich, wenn wir nochmal Schuhe tragen wollen, Fellschuhe tragen, weil die sind, glaube ich, etwas besser. Feuer-Holzinstrument, wieder ein Holzinstrument, das lohnt sich nicht. Wir nehmen hier eine Wasser, dann haben wir Wasser, Feuer, Holz und machen wir mal Wind. Patrick kennen wir schon, der bleibt wie er ist. Vielleicht können wir den Hut noch tauschen gegen irgendwas anderes. Eventuell gegen das Juwelenstirnband. Um einfach nochmal ein bisschen mehr Schutz zu kriegen. Und die Rotkappe könnten wir vielleicht auch nehmen. Ja. So. Und den Raymond kennen wir auch. Der hat natürlich alle seine Sachen, die wir auch schon kennen. Auch hier würde ich natürlich gerne andere Sachen nehmen. Er hat weiterhin ein Holz und weiterhin Schall. Aber kein Stein. Und ein Stein. Also er hat diese drei Sachen, die er haben will. Und wir haben Rich dabei, einen 20-jährigen irgendwen, der alle Magiearten beherrscht. Schwerter und Speere. Also sollten wir ihm erstmal ein paar Quells geben. Ich fange mal an, ihm Wasserquell zu geben. Und ich fange ihm an. Also, er hat einen Wasserquell, er hat. Naja. Haben wir diese anderen Sachen nicht? Uns fehlen doch Items. Labe mich nicht voll. Uns fehlen Quells. So eine Scheiße. Scheiße. Also, wir haben jetzt Beast. Eis. Stein. Beast, Eis. Also Beast, Wasser, Stein. Schall wäre natürlich schön. Oder irgendeine andere Kombination. Holz, Feuer. Holz, Feuer, Beast, Stein, Wasser. Holz, Feuer, Stein, Wasser. Wir haben alles außer Schall. Haben wir keine Korallenarmschuhe eigentlich? Doch, wir haben auch Korallenarm. Wir haben auch Korallenarmreif. Das können wir auch machen. Da können wir den Eisspeer wegpacken. Wir können lieber die Bestienlanze nehmen. Und anstatt das Dämonenmedaillon nehmen wir dann lieber irgendwas mit Schall. Wenn wir noch was Schallmäßiges haben. Glaube ich. Oder was Steinmäßiges. Moment, wir haben doch noch den Taschendrachen. Dann können wir nämlich hier ein Schallinstrument nehmen. Wenn wir sowas haben.
So. Schall, Bestie, Wasser, Schall, Bestie, Wasser, Feuer, Holz und Stein. Wir haben alle Magiearten, die es gibt, in Rich vereint. Sehr gut. Wir brauchen hier nicht so viele Techniken, dann können wir vielleicht noch andere lernen. Habe ich das Gefühl. Raymond kann so bleiben. Oh, der hat Schallbrenner. Perfekt, dann können wir nämlich die auch siegeln und lernen. Und können jetzt richtig abgehen mit Giftschallwelle, Schallbrenner, Feuertaufe, Transzendenz, Medusa-Hagel, Weihwasser, Zapfenstreich, weil wir vielleicht eventuell gegen und Lebenskraft Plus nehmen wir auch nochmal mit. Aquaviper finde ich natürlich auch ganz geil, weil das, glaube ich, ein Bestienspruch ist, ne? Ja, nehmen wir den mit. So. Und wir wollten eigentlich noch Weihwasser. Ey, völlig egal. Wir speichern einmal zwischen. Noah könnte auch noch was Neues lernen. Oh, der 20 Feuerkraft? Nicht viel, oder? Kann Wasser, kann Feuerholz, kann Schall, kann also Buschfeuer, kann... Lebenshauch kann sie mitnehmen, Weihwasser kann sie mitnehmen. Schlaf kann sie auch mitnehmen. Okay. Achso, und wir sollten immer mal wieder auf die Karte gucken, denn die können wir nämlich überall benutzen, wo wir wollen. Wir sind an dem Brunnen und müssen nach unten. Also da lang. Karte lesen hat hier definitiv Vorteile. Jetzt sind wir an so einem Steinteil. Lass uns da auch nochmal gucken. Einfach dem gleichen Weg vorbei und dann beim Turm nach oben. Gut. Beim Turm nach oben. Aber erstmal kämpfen, wo auch immer hier oben ist. Und ja, wir haben also eine neue Gruppe von Leuten und wir kennen davon zwei und zwei sind neu. Und wir wissen, einer davon ist ein harter Magier. Nämlich der gute Rich. 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 Bügeln und Wasser. Was haben wir denn hier für einen Holzstab? Gut. Wir gucken mal, weil sie ja kann, was Feuersturm hier so macht. Eigentlich hatten wir ja auch vor, ich weiß. Wir wollten unbedingt mal Feuertaufe sehen. Wir sollten auch mal Feuertaufe sehen. Einfach nur mal aus, just for fun. Aber ich glaube nicht, dass wir dazu kommen werden mit 20 Feuersturm. Ich würde gerne diesen Blitz- und Donnergedönsel lernen. Das wäre cool, aber werden wir wohl nicht. Wir gucken mal, ob wir vielleicht andere und neue Rollen haben. Combo-Guru, Freidenker. Was? Was wird Guru was? Vielfalt von Angriffen. Erschwert gegnerische Konterangriffe. Combo-Guru, Combo-Mane. Spruch her würde ich für ihn hier gerne nehmen. Und für dich nehme ich natürlich wieder Stahlmauer. Und für dich nehme ich... Oh, Kriegsgott. Warum nicht? Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Beim Turm nach oben hieß es. Oder nicht? Es hieß doch beim blöden Turm nach oben. Irgendwie nach oben, wenn es hier eine Gabel geben sollte. Wahrscheinlich hier. Hier nach oben. Wenn wir dann an den Gegnern vorbeikommen. Und ich weiß nicht, was für einen Turm wir suchen und ich weiß nicht, in welchem Urwald wir überhaupt sind. Und ich weiß, dass der eine blaue Markierung hat auf seinem Körper. Das ist eventuell schlecht. Aber das macht nichts, denn wir sind stark. Und unabhängig. Felsrino. Giftschallwelle natürlich.
Ich meine, das räuchert schon mal den ganzen Crap aus, der irgendwie da in der Nähe rumliegt. Ich weiß, ich mache sehr viele harte Schale, okay? Ich mache sehr viele Combo-Attacken. Exekution geglückt! Spruchkraft von Eleanor gestiegen. Waffenkraft gestiegen. Waffenkraft auch bei Raymond gestiegen. Und Rich freut sich einfach nur, dass er da ist. Ich hoffe, jetzt gehen wir richtig. Hier ist so eine Art Brunnen oder sowas. Oder Turm. Oder so. Umgekippter Turm nach oben. Wenn der das ist. Gibt's da Loot? Gibt's da Loot drin? Wir sollten einfach gucken, ob es hier Loot gibt. Und dann sollten wir uns darüber überlegen, wie wir eventuell an unser Ziel kommen. Ich möchte nicht alleine mit dem Gegner kämpfen. Ich möchte super gerne immer vereint kämpfen, um an auch Techniken zu lernen, die wir vielleicht nicht gelernt haben. Buschfeuer? Kreuzigung? Blattschuss? Und Giftschallwelle. Einfach nur, weil ich die kann. Ja? Blutsaugen. Das macht zu viel Schaden. Das ist so unnötig. Sehr gut abgeblockt. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie eine Rolle gibt, dass die Gegner einen mehr angreifen. Oh nice. Fast 500 Schaden. Der Bogen der Lyra ist zu stark. Aber trotzdem fehlen uns irgendwie Quells, die noch irgendwelche Leute haben. Deswegen, wenn wir die Möglichkeit haben sollten, sollten wir mal alle anderen Leute, die wir nicht in Gruppen haben, irgendwie de-equippen mit dem ganzen Zeug. Super auch vergiftet hier von Rich. Oh. Gnade vor Recht. 341 Giftschaden. What? Wie viel Leben hat dieses Viech? Holzlevel gestiegen ist. Pfeil-Level gestiegen ist. SP gestiegen. Moda-Welle? Wir haben Moda-Welle gelernt. Oh. Noch mehr Gegner. Da muss ein Nest sein. Moda-Welle? Könnte ich eventuell das erstmal überlegen, was das ist? Kommen da jetzt einfach nur Spinnen raus die ganze Zeit? Dann sollten wir vielleicht doch oben lang gehen. Nuclear Slam, Schuss und Feuertaufe. Jetzt können wir das ja wirklich mal nutzen. Maybe. Dass er immer wieder auf diese Sachen reinfällt. Ne? Er hat volle Stahlsachen an, volle Stahlklamottis und kriegt dann trotzdem solche Sachen ab. Und er ist exekutiert worden. Feuertaufe. Dazu gab es nicht mehr so viel zu sagen. Tod. Moda-Welle. Ich bin gespannt, was das ist. Ich wollte eigentlich, wie gesagt, speichern und hier reingehen in meine Technikausrüstung. Und ich wollte mir die angucken, was das ist. Und wo die herkommt. Da ist er nicht drin. Da ist er nicht drin. Da ist er nicht. Schall? Die Sinne. Eine Sinnessenkung. Okay. Wir müssen nicht unbedingt schneller werden, das ist okay. Da ist nichts drin! Außer, dass wir noch mehr Monster bekommen, die uns angreifen. Ich denke, auch dieses werden wir fertig machen. Wir werden zumindest zum Turm gehen. Und, dann wird sie uns erstmal sagen, wie es weitergeht, die Eleanor. Anscheinend bezahlt die uns dafür, dass wir hier mitlaufen. Also gehe ich davon aus, dass Raymond und Richmond... Also Patrick und Richmond und Raymond und Rich. Da ist kein Mond dran, der heißt einfach nur so. Dass die alle Digger sind, weil die sich bezahlen lassen. Oder sind es Leibwächter und sie ist ein Digger. Und Moda-Welle, Schall. Oh. Linienangriff. Sehr gut. Gucken wir mal, was das ist. Wenn denn jemand überlebt. Die Gremlins überleben das zumindest nicht. Vielleicht kriegen wir wieder eine Exekution raus. Ja.
Einfach ja. Einfach exekutiert. Kein Ding. Müssen wir auch nicht drüber reden. Die Kämpfe sind hier zu leicht. Komisch, dass da kein Loot drin ist. Stopp. Ah, ich war doch gerade vorbei. Manu, Steinrino again. Naja, können wir hier ein bisschen die Moderwelle ausprobieren. Ich weiß nicht, warum du mal Freunde mitbringst, die... Einfach... Lass das, bitte. Das ist nicht gut. So, die ist auch relativ breit, die Moderwelle. Ich meine, die Aquaviper ist auch relativ breit. Die erste Runde verschwendet ja immer sowas von... Die Hasen sind schon mal tot. Glaube ich. Das war kein Problem. Wehe, jetzt hätte ich das wieder nicht sehen. Okay, alles klar. Diesmal war es keine Exekution. Moderwelle. Psyche down. Okay. Also, ist das sowas wie... Das ist sowas wie Steinhammer, wie Wasserhammer? Nur in blöd. Verstehe ich. Dann versuchen wir den mal zum Schlaf zu bringen. Weiterhin versuchen wir ihn zu exekutieren. Wir können mal mit dem Kopfschuss versuchen. Ich meine, der Kopf ist relativ groß und wir machen eine Feuertaufe, weil Exekution. Weiter in die Psyche runtergeklatscht. Sie ist gestunt. Wir kriegen ihn nicht exekutiert. Zumindest noch nicht. Mal gucken, ob wir es mit Magie schaffen. Ja, natürlich. Einmal Feuer, immer Feuer. HP, SP, Feuerlevel erhöht, weil 20 ist nicht genug anscheinend und nicht das Maximallevel, wie es scheint. Die Kämpfe scheinen hier noch richtig Punkte zu geben. Blaues Erz gefunden. Okay, cool. Okay, cool. So, und hier müssen wir... What? Bei dem Turm nach oben. Also nach oben. Oder nicht? Jetzt sind wir wieder bei diesem komischen Turm. Aber wie sieht der aus? Was ist das für einer? Das ist doch der da. Da müssen wir doch einfach nach oben. Oder nicht? Also ich bin immer noch der Meinung, wir müssen da lang gehen. Aber anscheinend nein. Aber anscheinend doch. Oder müssen wir jetzt da lang gehen? Naja, das verbindet sich wieder dahin. Hier gibt es keinen anderen Weg. Dann lass uns mal nach unten gehen. Oh! Oh, Item. Erstmal das. Hier waren vorhin... Das ist der Urwald, in dem das Fort steht. Also was für ein Turm soll hier sein? Ah, jetzt weiß ich wenigstens, wo wir sind. Zumindest gedanklich. Das heißt, hier müsste es irgendwas in der Nähe geben, was interessant ist, oder? Oder nicht? Ein Allraum, ne? Wird wahrscheinlich nicht. Oh, ja. Oh. Oh, oh weh mir. Wie, oh nein. Hilfe. Glaube ich. Ah, der... Böse Gegnermann kommt und will uns böse hauen. Und brüllt uns aber ganz gut nieder. Ich hoffe, das ist ein kontrolliertes Feuer, weil fuck, machen wir hier einen Waldbrand. Ah, der Rest kriegt nicht so viel von den Kämpfen. Wie auch. Auf jeden Fall haben wir ein Item gefunden, das ist nice. Sternstaub mitnehmen, ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Wir gehen einfach mal überall lang. Das ist eine Art Aquädukt, okay. What? Hä? Okay, riesiges Bossmonster. Also, von mir aus. Hi. Na, du alten Lachs. Hi. Hallo, Buschfeuer.
Da brauchen wir definitiv keine Exekutionstechniken versuchen, deswegen versuchen wir weiter Kopfschuss. Außerdem... Aquaviper! Einfach nur, weil ich es kann. Ich will die einfach mal sehen. Eishauch für 107 Schaden. Kopfschuss, Drachenschweifen, Doppelkombo. Für 1460 Schaden! What? Okay. Ich meine, das Ding sieht aus wie ein Baum. Das Ding sieht aus wie ein Baum. Vielleicht soll ich Zapfenstreich mal versuchen. Vielleicht ist es eine Pflanze. Das sollte ich mal vielleicht wirklich machen. Machen wir Weihwasser auf dich selbst. Ihr beiden macht diese Combo schön weiter. Und ich werde einfach mal Zapfenstreich versuchen und gucken, ob das eine Pflanze ist. Neue Idee. Das war super. 1000 Schaden! Er sammelt sich und ich mache Drachenschweifen. Auch das können wir kombinieren. Kein Ding. 1000 Schaden. Sammelt Doppelangriff, ja. Dann werde ich mal nur heilen. Ich hoffe, die heilt sich ganz gut. Ah, die heilt sich mindestens um Hälfte Leben, wenn es nötig wäre. Es ist keine Pflanze, okay. Zumindest keine offensichtliche Pflanze. Wir machen Plasmaphyton. Außerdem machen wir Feuertaufe. Weil ich habe genug SP und es ist ein Boss. Also sollten wir vielleicht aufhören, uns Sorgen zu machen und anfangen, den Boss zu bekämpfen. Feuersturm, Drachenschweifen. Also ich mag das, dass wir uns einfach eiskalt mit allem kombinieren, was wir gerade haben. 1300 Schaden. Okay. Oh, fuck. Rich, hol mal bitte Noah zurück. Ich hab... Da ist gerade jemand umgekommen. Ich meine, die Attacke hieß platt machen. Ein LP weniger, nice. Hatte nur einen, ups. Schön. Was ein komischer Waldgeist. Ich hätte sie gerne noch vorher wiederbelebt, aber macht nichts. SP von Richards ist gestiegen. War nicht der härteste Kampf anscheinend für unsere Gruppe. Jetzt ist die Frage, wo wir lang müssen. Da lang. Ach, das ist der Urwald, wo Johann mit drin war. Ah, okay. Ich würde ja gerne noch wirklich zu diesem Turm kommen. Spikehead, oder wie die immer heißen. Wir haben Feuertechniken. Ich habe kein Problem damit, diese einzusetzen. Ich werde auch Elnoa nicht heilen. Ich meine, guckt euch das an. Der Gegner ist so stark, zumindest denkt das Spiel, dass er so stark ist, dass er keine offensichtliche Verstärkung bekommt. Ja. Und der schenkt uns einfach so einen zu. Wir kombinieren gerade wirklich alles, was geht. Holy fucking shit, das war's. Ja, und wieder die ganze Gruppe. Oh, Leben. Ich weiß nicht, wie du das Leben gekriegt hast. Wahrscheinlich noch so ein bisschen Punkte aus dem letzten Kampf. Geweihter Stein mitnehmen. Oh ja. Oh ja. Da ist dieser Torbogen. Von hier aus gehen wir nach oben. Von hier aus gehen wir auch nach oben. Von hier aus gehen wir nach oben. For fuck's sake. Wo ist dieser verdammte... Wo ist dieser verdammte Turm? Also das haben wir wohl bis jetzt ganz richtig gemacht, weil wir auf dieses Bossmonster gestoßen sind. Aber eventuell hätte ich dann nochmal auf die Karte gucken müssen, wo wir dann offensichtlich hin müssen. Weil ich wandere gerade einfach nur durch die verschiedenen Zonen.
Nach einem zweiten Gegner zu kriegen, ist keine Herausforderung. Feuertaufe. Ah, das ist so... Oh, fast 1000 Schaden mit Magie ist heftig. Das ist heftig. Jo, da freut sich keiner über diesen Kampf. Das war einfach nur SP verschwenden. So, jetzt nochmal hier lang. Wie bin ich auf diesen Kampf gekommen? Es ist ein einziger Arachnoid. Die waren aber relativ stark. Da muss ich nochmal aufpassen. Ich möchte natürlich gerne die richtigen Wege gehen. Ich möchte jetzt auch diesen Turm finden. Ich weiß nicht, ob ich einfach zwei oder dreimal dieselben Ablo... Eine dritte Spinne sogar. Okay, das ist ganz cool. Fallring. Und natürlich, wenn es geht, irgendwo habe ich Taschendrachen. Irgendwo habe ich Giftschallwelle. Wir sollten alle drei hier vergiften. Du kannst uns ruhig böse angucken. Ihn sowieso. Das bringt, glaube ich, gar nichts. So, dann wollen wir mal. 500 Schaden ist nicht so beeindruckend gegen die Gegner. Der Fallhagel kommt aber gleich. Und Nuclear Slam. Eventuell haben wir einen Gegner jetzt schon weniger. Kein. Doch, ist. Guck mal, 800 Damage gemacht. Giftschallwelle. Wow, wir haben alle drei Gegner erfolgreich vertrieben. Nicht schlecht. Schalllevel von Rich ist erhöht worden, nice. Und die Gegner waren kein Problem für uns. Wir gehen mal weiter. So, jetzt lass uns nochmal auf die Karte gucken. Bevor ich es mir gleich anders überlege. An diesem Teil müssen wir vorbei. An diesem Teil... Ne, jetzt kein Item, okay. An diesem Teil gehe ich vorbei. Dann komme ich zu einem Turm. Und auch an diesem Turm... An diesem Turm, an einer Gabelung, gehe ich nach oben. So, das müsste dann ja das sein. So, und dann komme ich zu einem Tor. Und an diesem Tor gehe ich nach oben. Anscheinend. Und dann bin ich an diesem Turm. Und bei diesem Turm... Mit den beiden Löchern... Ein Loch, zwei Loch, gehe ich nach oben. Aber dann komme ich hier raus. Kann ich vielleicht hier unten lang gehen? Ich mache mir Sorgen, dass ich hier bei dem Turm irgendwas falsch mache. Lass mal hier lang gehen. Ist das der Turm? Ist das der Turm? Offensichtlich ist das ein Turm. Es ist irgendein Turm. Und es hat Loot. Und es hat Gegner. Warum kämpfen wir hier gegen Level 1 Monster? Das ist das Einzige, was mir noch nicht so richtig in den Sinn kommt. Ich hoffe, da kommt jetzt irgendwas Großes dazu. Frösche. Es kommen Frösche dazu. Könnt ihr irgendwie Däumchen drehen oder einfach gar nichts tun oder so? Das wäre jetzt voll cool. Weil, unangenehm. Feuersturm. Ich meine, selbst... Oh, 830 Schaden. Ja, die Psyche ist definitiv down. Aus mehreren Gründen. Lalalalalala. Seht euch das an. Das ist einfach... Das sind keine Gegner. Das ist ein Schlachtfest. Aber auch da sind wieder ein paar Holzschwert gefunden. Sturmschwert gefunden. Mitnehmen, ja. Wir sollten hier auf diese Ranke gehen. Wir haben gesehen, dort gibt es Items. Oh, das ist ja genau in dieselbe Richtung gelatscht. Ich Vollidiot, ey. Naja, wir machen zumindest das jetzt noch fertig.
Wir kämpfen mal mit Rich. Denn ich kann... Oh, mit der Green Share. Achso, nee, ich muss die andere Waffe ausrüsten, Entschuldigung. Ich kann sogar Muay Thai mit ihm, cool. Das müsste eigentlich... Boah, die Bestienlanze sieht so heftig aus, ne? So, auch wenn ich die Attacke nicht ausgerüstet habe, kann er natürlich auf das Wissen zugreifen, was über Jahrhunderte hier weitergegeben worden ist. Und auch die WP kann steigen. Wir lassen die brauchen. Beim Magier, aber ist halt so. So, irgendeinen Bogen mitnehmen. Natürlich machen wir das, weil wir können es mitnehmen. Zwischen speichern, ja. Ah! Ich hasse das, wenn die ganzen Gegner einfach nur auf einem rumhocken. Echter Kampf? Wirklich? Gegen was? Gegen Nüsse. Ich muss gegen Nüsse kämpfen. Oh nein. Es tut mir leid, dass ich das so lächerlich mache, aber ich glaube, das hier ist einfach nur da, um die Leute kennenzulernen. Die zwei neuen Leute kennenzulernen, die auch sehr jung sind, beide. Schwing! Und eigentlich hat das... Und natürlich mit der Story, die diese dann verbindet. Irgendwas muss ja jetzt passieren, ja. Raymond und der andere Typ da. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ihr wisst schon, wen ich meine. Patrick heißt der, der uns schon lange begleitet. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Ich muss gleich gucken. Der muss ja mindestens 40 sein. Oder? Dafür muss ich aus dem Kampfgebiet hier raus. Ich weiß nicht, wer mich berührt hat. Okay. Wie alt sind die denn? 25, 45 ist er. Richmond ist auch 40. Das ist eine ganze Ecke her, dass sie mit anderweitig unterwegs waren. Und wir sind jetzt, glaube ich, oben am Turm angelangt. Noch nicht ganz. Aber bald. Okay, es geht wahrscheinlich weiter Ranken rauf, wie es aussieht. Ich bewege mich! Ich bewege mich in dem Moment, wo ich denke, ja, das ist eine gute Idee. Und dann Bosskampf. Oder Kampf in dem Sinne. Wir kämpfen nochmal mit Rich. Ich kann mit den anderen nicht kämpfen. Ich wüsste nicht, was ich machen sollte. Und die Bestienlanze ist unkaputtbar, von daher... Und ich meine, Plasmastrudel gegen ein so ein Ding. Was soll passieren? Was soll passieren? Ein Schlag, Baby. Ein Schlag. Und WP habe ich genug, weil ich ihn sonst nie benutze. Aha, da ist ein Item, wenn ich hier auf die Ledge gehe. An um was mir nie rum? Moment mal. Man findet immer Gegenstände, wo man nicht weiß, was das ist, ne? Wir haben hier auf jeden Fall einen Bogen gefunden, der Schallinstrument ist, okay. Und wir haben blaues Erz gefunden, okay. Außerdem haben wir... das Ding gefunden. Ein Feuerquell. Anturium. Okay. Cool. Ich meine, Quell ist Quell, oder? Quell ist Quell, nehmen wir mit. Ja, und eigentlich war es, es ist einfach viel zu lang schon, dass wir in dieser Folge sind. Deswegen würde ich sagen, cool, dass wir ein weiteres Quell gefunden haben, weil, ist das cool oder was? Und, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht mit El Noah, wo wir nicht wissen, warum wir folgen und, wer wir hier überhaupt sind, was wir hier machen und welche Schätze wir finden werden. Hier bei Saga Fantasy 2. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.